Hoffe ich mal. Also, wo waren die gefroren? Die Sonne ging unter. Die Sonne. Eine Continuum Walking along the Path. Die Sonne geht unter. Wo geht die Sonne nochmal? Yeah. Die Sonne geht im Osten auf und geht im Westen unter. So, genau. Also erst ist er nach Norden. Dann ging die Sonne wahrscheinlich im Westen unter. So. Dann hat er nach Süden geguckt, in die Wüste. Würde ich mal meinen. Dann der Nordstern. Und dann hier? Nein, das war's nicht. Okay. Sun was setting, Süden und dann Norden vielleicht. Also Sonne geht unter. Dann hat er zur Wüste geguckt. Und ja, ich finde den Friedhof unheimlich. So, dann nach Norden. Und zu guter Letzt nach Osten. Nein. Ah, gut, was soll ich sagen? Wir sollten das Friedhofsrätsel dann auch noch aufschieben. Wenn ich jetzt hier nicht drauf komme. Frozen Tundras. Oder liegen die in der Richtung, die Frozen Tundras? So. Mach mal wieder Licht. So. Nee, das Sun was setting. Nee, normalerweise heißt es Norden. Oder geht die Sonne im Osten unter, also Norden. Dann Osten. Was liegt eigentlich da hinten? Ach, da liegt der Windteleporter, gell? Ja. Da liegt der Ausgang, also der Schnellausgang. Was steht hier? Achso, das waren die Rätsel. Nicht die Rätsel, einfach nur die Grabsteine. Geboren in der gefrorene Tundra des Nordens. Also ja, die Tundra liegt im Norden. Stimmt, hier sind Grabsteine mit Hinweisen drauf, oder? Tja, wir brauchen vom Schiff von Northampton. Nein, ich muss herausfinden, wo die Wüste liegt. Ja, das kennen wir auch schon. Hier. Drei unbekannte Sklaven wurden hier zur Rast gelegt. Hallo. Okay, ich kann hier graben. Dann kommen Untote. Und zwar nicht gerade die nette Variante. Au. Sondern die böse Variante. Okay. Wenn ich hier in irgendeiner Ecke grabe, dann finde ich nichts. Okay.
Muss ich jetzt vor jedem Ding graben? Ich habe schon mal 8 Pellets gefunden, hä? Okay. Das ist zwar nicht gerade nett, Grabräuberei hier zu begehen. Aber was für eine Wahl habe ich? Vielleicht finde ich was für mich Nützliches. Schöner Schuss. So. Und hier kann ich jetzt tanzen. So. Du bist eh gestunt gerade. Bei dir scheint das dann wenigstens einigermaßen zu funktionieren. So, aber ansonsten habe ich da wohl nichts gefunden bei dir, hä? Die gefrorene Tundra im Norden. Okay. Und hier ist unser Tower. Grabstein. Mit einer Frostbombe. Okay. Also die Tundra liegt im Norden, aber wo liegt die Wüste? Was sagst du? Die Antworten liegen versiegelt in den Archiven. Ja, ich habe jetzt die freigegraben. Ich weiß halt nicht, in welcher Richtung die Wüste ist. Geht mir schon wieder das Licht aus. Nein. Ja gut, die Untoten waren noch ein bisschen garstiger. Vielleicht wollte mir man damit sagen, dass ich hier vielleicht noch nicht weitergehen sollte. Aber ich versuche es nochmal. Also zuerst ist er in die Tundra gegangen. Nach Norden. Dann ging die Sonne unter im Westen. Das ist doch Norden, ja. Dann ist er in die Wüste gegangen. Nehme ich mal an. Dann kam der Stern vom Norden. Und dann vielleicht nach Süden? Nein. Nö, egal was ich versuche, es wird nicht klappen. Gut, dann stelle ich das Rätsel doch mal wieder hinten an und gehe jetzt in die Sewers. Obwohl ich gern hier noch das Luftanhalten-Rätsel probieren würde, aber nein. Machen wir erstmal das Gebiet da unten fertig, weil ich habe so das... Ich dachte schon, du wärst ein Kopf oder sowas, aber du siehst nur so komisch aus. Ich weiß nicht mal, welchen Tag wir gerade haben, also wie viele Tage wir schon auf der Insel sind. Na gut. Hier gab es ja nichts mehr, außer die Axt. Yep. Da ist der Hamlet of Stormbreach.
Dann heißt es jetzt wirklich, die Archive Hamlets of Stormreach Sewer Access. Und dann wäre noch dieses I dare you. Also ich speichere mal kurz hier bei dem blauen Kristall. Ja, stimmt, hier war dieser nette Ort. Wo ich schon wieder überall Klingen höre. So, LP050. Und dann versuchen wir das mit den Ratten nochmal. Jetzt, wo ich etwas stärker bin. Und ich diesen Chart of Protection habe. So, das heißt darum. Darum. Oh, und ich habe ja noch Speed Potion. Also Speed, Speed. Das da. Buch. Und dann los geht's. So. Hey, cool. Hallo, Schussputz hier. Genau, stellt euch alle mal hintereinander. Dann kriege ich euch besser mit meinem Eisschaf. So. Ja. Genau. Du hältst einiges aus. Und die Protection ist schon abgelaufen. So. Schön in einer Reihe aufstellen. Cool, ich habe den gerade tot gestunt. So. Miss mit der Knarre. Und ja, ich benutze jetzt mal bei dem einen noch die Knarre. Ich habe nämlich so viel Money. Au. Das war, glaube ich, eine Malfunction. Jammed. Auch gut. Blauer Kristall. Energy. Du hast Energy, du hast Energy. Geben wir ihr mal etwas mehr Energy. Hier wäre noch ein Teleporter. So, wäre hier unten was? Erstmal nicht. Was ist hier drin? Essen und Munition. Ja, sehr schön. Dann kann der leere Sack mal hier bleiben. Und ja, wie ich gedacht habe, wir sind genau hier drin. Es ist bloß die Frage, wie geht das da auf? Ah ja, hier ist ein Weg runter. Und da geht's auf. Okay. So, das war ja nicht mal so schlimm. Und damit kann ich mich wohl runter teleportieren, ja. Gut. So, I dare you. Haben wir geschafft. Dieses Mal, also kann das schon mal weg. Ah. Will ich noch mal den Mimik-Teleporter ausprobieren? Ja, komm. Machen wir erst die losen Enden hier. Ups, falsch. Schaweg. Da geht's raus. Da geht's runter. Nee, halt. Da geht's wieder hoch. Ey. Ey. Komm, ich finde den richtigen Weg schon. Hier geht's richtig runter. So. Genau. Also zu dem blauen Kristall. Nochmal speichern. Ups.